Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Schönen guten Morgen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte etwas in mir drin. Ich weiß nicht warum, aber die ganze Woche nicht so stark wird morgen. Und diese Sehnsucht nach Gott. Ich weiß, ob ihr das kennt. Du hast einfach Sehnsucht nach Gott. Alles andere ist uninteressant. Ob es regnet, schneit, wo du bist, es ist alles unwichtig, du hast etwas in dir, diese Sehnsucht nach Gott. Und weißt du, ich glaube, das ist etwas, die von Gott selbst kommt, in unser Geist hinein, diese Sehnsucht nach Gott. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach Gott hat diese Fähigkeit, uns selbst zu reinigen. Alles andere, wo wir uns manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, ich kann manchmal mich aufregen, und dann 2 Stunden später reg ich mich auf, worum ich mich aufgeregt habe. So, warum bist du denn so dumm und regst dich auf oder steigst dich in eine Situation rein? Es ist so, Details, ist so unwichtig, verstehst du, so unwichtig. Die Sehnsucht nach Gott, nach dieser Ewigkeit, diese Sehnsucht nach Himmel. Und ich glaube, die hat etwas wie reinigt. Und ich glaube, das ist so diese Test, ob es uns gut geht oder nicht. Weißt du, dass wir die Sehnsucht nach Gott verlieren können? Man verliere sie nie ganz, solange wie du wiedergeboren bist, nicht verliere ich ganz. Aber es können Sachen draufgehen. Ich weiß, wir waren mal irgendwo in Urlaub, da gab es so Holzofen. Mein Papa hat ihn angemacht, so ganz langsam. Und ich hatte als Kind keine Ahnung vom Holzofen. Und ich wollte ihm, ja, ihm helfen oder gut. Und habe das ganze Holz gefunden, habe reingemacht. Und das Feuer ist erstickt. Feuer braucht Sauerstoff. Und da muss ich aber ganz langsam anfangen, wenn das Holz nicht vielleicht ganz trocken ist.
Ich konnte es nicht verstehen. Ich habe so viel Holz dran gemacht und dieser Ofen ist kalt geblieben. Ich glaube, dass es Sachen gibt, wie dieses Feuer ersticken können. Und die sind sehr gefährlich und du musst es wissen. Der Feind, weißt du, es gibt so ein Sprichwort, wenn der Feind dich nicht verhindern kann, aufs Pferd zu gehen, dann gibt das so viel Elan, dass du auf der anderen Seite runterfällst. Der Feind, wenn du richtig gläubig bist, tiefgläubig bist und hast Sehnsucht nach Gott und du brennst vor Gott, da wird er dir nicht das Sehnsucht geben, gepufft zu gehen für Männer oder für andere Sachen. Es wird gar nicht einkommen, aber er bringt andere Sachen. Und manchmal können Christen so beschäftigt sein wie christliche Programme. Verstehst du? Der Teufel hat einen Beruf, einen ersten Beruf, er ist Beschäftigungstherapeut. Und der probiert dich immer so beschäftigen mit etwas. Und ich merke, wie Christen, und es ist gut so, dass sie Gott dienen, dass Christen Vollmacht bekommen, dass sie Kranke heilen, dass sie Befreiungsdienst machen, dass sie Gemeinde gründen, dass sie Wachstum. Es ist so fantastisch. Aber wenn du die Sehnsucht nach Gott verlierst und bist so begeistert über deinen Dienst, über deine Gabe, über deinen Erfolg, dann bist du in Gefahr. Und ich glaube, es ist so etwas, wie wichtig ist, diese Zeit sich zu nehmen und zu probieren, das zu finden in dir drin, tief in dir drin. Wo ist deine Sehnsucht nach Gott? Wo ist diese Zeit, wo du Sehnsucht hast nach Gott, wo du nicht mal mit dran denkst, zu beten, etwas zu verlangen, dafür bittest du mal, es interessiert dich nicht mehr. Du hast einfach Sehnsucht nach Gott. Weißt du, dass eine Sehnsucht schmerzhaft kann sein? Wer war von euch nur einmal verliebt, richtig verknallt? Ah, gut. Ihr seid normal, ist gut so. Stell dir mal vor, du bist total verliebt und mit der Person, du hast nur eine Sehnsucht, mit dir zusammen zu sein. Und wenn sie nicht da ist, bist du unglücklich. Und jetzt muss leider beruflich die Person, weiß nicht, 8 Tage beruflich irgendwo hingehen. Und du kannst sie nicht sehen. Und du weißt, nächsten Samstag kommt sie wieder, sie besucht dich. Er esst miteinander, hab Zeit miteinander. Kennst du diese Sehnsucht? Dieses, wow, du kannst die Tage nicht mehr zählen, die Stunden nicht mehr zählen. Es gibt so viel Sehnsucht und es ist eine gesunde Sehnsucht, wenn du jemanden lieb hast. Es gibt andere Sehnsucht, ich gebe mal ein Beispiel vielleicht für jüngere Leute. Stell dir mal vor, du bist gerade 18 geworden, hast deinen Führerschein gepackt und du wohnst leider so bis zum Land und bist ziemlich abgeschnitten von allem. Und du hast einen reichen Opa und da kommt zu dir und sagt, du, was wünschst du dir für ein Auto? Ich kaufe dir eins. Und du hast das schöne rote Flitzer, ganz neu. Opa hat gesagt, ich bestelle ihn dir. Aber hat liefert Zeit 3 Monate. Gell? Tun die 3 Monate weh? Möchtest du, dass die Zeit schneller rumgeht? Und so Sehnsucht kann manchmal anstrengend sein. Aber Sehnsucht nach Gott kann wehtun. Wo du plötzlich eine Sehnsucht hast nach Himmel, diese Sehnsucht, Jesus, ich möchte dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich weiß nicht, ob du diese Sehnsucht auch kennst, wie in meinem Herzen ist. Ich möchte mal Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht, seine Blicke, wenn er mich anschaut. Ich habe mir die Frage gestellt, Jesus, wenn du mich anschaust, breche ich zusammen oder kann dieser Blick dich anschauen? Was muss in den Augen von Jesus sein? Als der Hahn 3-mal gekräht hat, wie Petrus 3-mal seinen Meister ja verraten hat, obwohl er gesagt hat, das wird er nie machen, dann schaute ihn Jesus an. Und er brach zusammen und er weinte. Was waren deine Augen drin? Ich hab's ja gewusst, du bist ein Versager. Oder war etwas in der Auge drin? Petrus, du bist immer noch mein Fels. Ich werde immer noch meine Gemeinde auf dir bauen. Ich glaube, dass 10 Sekunden den Blick von Jesus sehen, verändert ein Mensch. Diese Sehnsucht, Jesus zu begegnen, und er weiß alles von dir, alle deine Mängel, und du weißt, er liebt dich, so wie du bist.
von Angesicht zu Angesicht Jesus sehen. Diese Sehnsucht nach ihm. Ich glaube, da müssen wir uns manchmal Zeit nehmen, diese Suche wieder. Wir haben immer Sehnsüchte, wie gerechtfertigt sind. Und es ist schön, viele von euch sind ja schon in diesem Zeit drin, wo ihre Kinder Kinder bekommen, wo sie Oma werden. Und es ist doch eine Sehnsucht von, wow, wenn meine Tochter das Kind bekommt, endlich, verstehst du, diese Sehnsucht, das Kind in den Arm zu nehmen, zu sehen, und der Opa auch, und manche sind sogar, hier habe ich mit Leuten gesprochen, die sind sogar schon Urgroßmama. Und es ist doch eine Sehnsucht, normal und schön, dass die Familie sich vergrößert, dass die Kinder kommen, dass sie gut gesund sind. Es ist Sehnsucht, dass deine Kinder Jesus nachfolgen. Es gibt einfach so gute Sehnsüchte und es ist gut. Aber es hat nichts zu tun mit der Sehnsucht nach Gott. Es ist etwas ganz anderes. Und Gott will nicht alle Sehnsüchte wegnehmen. Da gibt es einige Sehnsüchte, wie gefährlich kann sein. Herr, gib mir so starke Vollmacht, dass die Leute staunen. Und Gott sagt, weißt du, diese Sehnsucht, die du hast, ist nicht für mehr. Deine Motivation stimmt nicht. Reinig dein Herz und dann wird diese Sehnsucht der andere sein in dir drin. Es gibt Sehnsüchte, wie Gott gut und andere, wie total gefährlich können sein. Manche Christen leiden unter einer Sehnsucht ein ganzes Leben. Ich finde es traurig. Wie ich frisch gläubig war, in der Gemeinde, wie ich war, war es ein älterer Bruder beim Klavier immer oder an der Orgel. Und er war öfters dann später in die Seelsorge gekommen, der war 70 Jahre und 50 Jahre schon gläubig und hatte Sehnsucht gehabt nach einer Frau. Aber da war sehr schüchtern und dann kam er mal zu mir und hat gesagt, ja, warum willst du nicht heiraten? Er sagt, ich habe nicht genug Geld, ich bin zu arm. Es gibt Leute, die ihr ganzes Leben eine Sehnsucht haben, in ihrem Fleisch drin. Und ich möchte sagen, das ist, glaube ich, auch nicht etwas, was Gott will. Verstehst du? Aber ich möchte jetzt von dieser Sehnsucht Gottes sprechen. Was kann die Sehnsucht Gottes uns wegnehmen? Manchmal kann es christlich sein. Du hast gerade so Erfolg, du bist ein super Musiker, hast einen tollen Lobpreisleiter, die Gemeinde wächst, dein Hauskreis wächst, dein Gebetskreis wächst, du wirst gefragt und alles Mögliche. Und plötzlich bist du so in diesem Erfolg. Gibt es jemanden, der Erfolg gar nicht liebt? Ist doch schön. Aber eins gibt einen Erfolg, da kommt plötzlich das Fleisch dazu. Und es wird gefährlich. Jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, ich habe sie vor kurzem gehört. Ein Prinz kam vom Ausland nach Deutschland. Ein ganz reicher, Multimillionär, ein Prinz. Und er verliebte sich in ein junges Mädchen. Aber total verliebt, total. Und er weiß, das wird meine Frau. Und er geht zu diesem Mädchen hin und schenkt ihm Schmuck und Diamanten und sagt, hör zu, möchtest du meine Frau werden? Ich hab dich lieb und so. Und das Mädchen sagt, ja. Und er sagt, dieser Prinz, ich gehe jetzt nach Hause zurück zu meinem Vater fliegen und du die Hochzeit vorbereite und ein Schloss organisiere, dass wir dort wohnen können. Aber bis ich wieder zurückkomme, habe ich einen ganz reicher Freund und der hat ein großes Anwesen und der hat dort nochmal eine extra ganz tolle Wohnung, 200 Quadratmeter, Bad, alles drin. Du kannst dort kostenlos wohnen und er wird dir 5.000 Euro im Monat Taschengeld geben und du hast ein schönes Auto. Nicht träumen jetzt, nicht träumen. Und das Mädchen sagt ja und geht dorthin und tatsächlich bekommt ihr eine riesige Wohnung in einer Anlage drin und doch der Verwalter bekümmert sich alles, was sie braucht. Er hat ein schönes Auto, hat 5.000 Euro Taschengeld alle Monat und der Verwalter hat immer müssen im Prinz sagen, wie es sich geht. Muss das so fast täglich anrufen. Und am Anfang hat er angerufen und gesagt, boah, das Mädchen, es schwärmt nur von dir, es redet nur von dir. Aber ein paar Wochen später hat er gemerkt, es schwärmt gar nicht mehr so viel. Und ein paar Wochen später noch weniger. Und sie schwärmt dann schon vom Auto, von Freundschaft, wo sie eingeladen wird, von Urlaub, von allem Möglichen. Plötzlich ist diese Sehnsucht nach dem Prinz, ich bin so groß geworden. Kannst du dir das vorstellen? Es geht schnell, gell?
wie viele Freunde wirst du haben, wenn du leben kannst? Und da hat der Prinz eine gute Idee gehabt. Und der Prinz sagt dem Verwalter, hör zu, ab diesem Monat tun wir kürzer von 5.000 auf 2.000. Und eine Putzfrau braucht sie auch nicht, das kannst du doch. Du bist jung, du bist ganz allein, hat nicht viel zu machen, die kann auch das Haus selber putzen. Und im Monat drauf hat er das Auto auch weggenommen und gesagt, hör zu, ich bekomme ein Bahnticket und ein Busticket. Wisst ihr, was passiert ist? Plötzlich bekommt die Sehnsucht nach dem Prinz wieder. Stehst du nach dem Prinz? Eine Frage, kann das Gott mit uns auch so machen? Weißt du, der Prinz, unser Prinz, unser Bräutigam, der wartet auf uns. Die Bibel sagt, er tut uns sogar eine Wohnung vorbereitet. Stimmt das? Und er freut sich, wenn er sieht, dass wir Sehnsucht haben nach ihm. Und er segnet uns. Und er segnet uns. Aber wenn dieses Segen langsam unsere Begeisterung, unsere Sehnsucht nach ihm wegnimmt, dann kann er anfangen, in unserem Leben Sachen wegzunehmen. Soll ich jetzt schnell Thema wechseln wahrscheinlich? Ne? Gibt es Sachen in deinem Leben, wenn Gott das sie wegnehmen würde, dass du wieder plötzlich eine stärkere Sehnsucht nach Gott bekommst? Ich habe etwas gemerkt bei alle Propheten, die mich getroffen haben, alle dieselbe Ding gehabt. Propheten haben alle Zeit in ihrem Leben, wo sie die Einsamkeit haben. Wie Gott sie ruft in die Einsamkeit. Und er ist sogar fähig, dass deine besten Freunde keine Zeit mehr für dich haben. Dass sie dich ablehnen. Dass plötzlich in diesem schönen Kreis, Gebetskreis oder anderer Kreis, wo du immer so willkommen warst, sie dich gar nicht mehr wollen, vergesse dich anzurufen. Und dann der erste Reflex, das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Und es ist aber nicht der Teufel, das ist Gott. Gott sagt, ich möchte, dass du wieder Sehnsucht nach mir bekommst. Denn in diese Sehnsucht drin werde ich dich ausbilden. Werde die Berufung reinlegen. In diese Sehnsucht drin. Und es gibt der Gott, der kann uns Sachen wegnehmen. Und weißt du, es ist viel besser, wenn wir da spüren, dass wir sie abgeben, anstatt wegnehmen. Weil wegnehmen gibt ein schreckliches Gefühl. Als ich mich bekehrt habe, habe ich in Heidelberg im Fußballclub gespielt und habe auch im Tennisclub gespielt. Es war derselbe Verein, habe auf beide mitgespielt, war du aktiv. Und für mich war es ganz klar, du bist Christ, aber trotzdem bist du gestandener Mann und du spielst Fußball, du spielst Tennis und du bist am Stammtisch und bist Mitglied. Und wie der Verein diese Feste gemacht hat, habe ich immer mitgeholfen und gegrillt und war total aktiv da drin und Christ. Und ich habe das auch an die Leute gesagt und es ist niemand gekommen zu mir und gesagt, hör zu, du darfst nicht mehr Tennis spielen, du bist Christ und alles. Und dann haben wir ein Jahr so Fest gehabt. Rieses Zelt und Musik und Bier und gegrillt und alles Mögliche. Und wir waren in diesem Fest drin und du weißt, wie es ist, da ist noch ganz stark geraucht worden, so Rauchzelt mit lauter Musik und alle haben sich gefreut, alle waren getrunken. Du hast auch viel gekannt da drin. Und ich saß an diesem Tisch und diese ganze Musik drin, ich weiß, meine Frau saß auf der anderen Seite und an diesem Tisch, in dieser lauten Musik, in diesem Rauchzelt, kommt die Gegenwart Gottes. Sie kommt auf meinen Tisch so, ich bin da gewesen, vielleicht noch ein Bier in der Hand und ich spürte die Gegenwart Gottes. Und ich schaute meine Frau an und ich merkte an ihrem Gesicht, sie spürt es auch. Und ich guckte sie an und ich sagte, Herr, ich weiß, du willst, dass ich da aufhöre. Und ich spürte, wie der Herr ja sagt. Ich guckte meine Frau an, wir sind aufgestanden, wir sind gegangen und sind niemals mehr hingegangen. Der Verein war für uns vorbei. Die Gegenwart Gottes hat mich rausgezogen. Ich bin froh, dass kein Mensch, dass kein geistlicher Leiter gekommen ist und gesagt hat, Piero, du darfst das nicht mehr. Aber es gab andere Situationen, wo es nicht so ganz leicht war. Das ist etwas, wie ich es von Männern erzähle. Ich glaube, Frauen werden das nicht so ganz verstehen. Ich habe 20 Jahre oder 25 Jahre Fußball gespielt.
Und ich liebe Fußball. Ich liebe Fußball. Spiele ich ein schöner Sport und das hat mich total so, ja, Ausgewogenheit gegeben. Und dann, ich war schon Pastor und wir haben auch eine Mannschaft gehabt von der Gemeinde und haben sogar eine gute Mannschaft gehabt, die viel gewonnen hat gegen andere Vereine. Und aber langsam spürte ich so, wie Gott sagt, es frisst da so viel Zeit. Und dann habe ich immer das so rausgeschoben und dann habe ich mich verletzt. Und ich so in meinem Gedanken, es könnte vielleicht so der Punkt sein, wo Gott... Aber wenn du Fußball liebst, ist es schlimm, weißt du. Das könnt ihr nicht verstehen. Du musst schon, das ist schlimm. Ich weiß noch, da war man noch in Sandhausen. Und ich ging so Montag mit dem verbundenen Knie. Und ich wusste irgendwo, Mikon, das ist ein Zeichen von Gott, ich soll aufhören. Und da weiß ich, es war noch, ich habe das Büro gehabt und da war nebendran die Gemeinde, die Räumlichkeiten. Und ich bin dann plötzlich so in die Räumlichkeit gegangen nach vorne und habe mich hingekniet an die Kanzel. Und habe gebetet und gesagt, Herr, du weißt doch, ich spüre, was du willst, aber ich liebe so gern Fußball noch. Gib mir noch eine Zeit. Gib mir noch eine Zeit. Lass es noch. Und weißt du was, ich spürte in dem Moment, wie Gott sagt, okay, ich gebe dir noch eine Zeit. Und ich habe noch, weiß nicht, vielleicht ein Jahr weitergespielt. Ich wusste, es ist so, wie Gott sagt, okay, ich mache ein Auge zu. Aber es gibt andere Sachen, wie Gott uns manchmal rabiat wegnehmen möchte. Ich erzähle euch ein Zeugnis, es ist vielleicht krass, ich erzähle es trotzdem. Marie-Priane hat mir selbst erzählt. Ich weiß nicht, ob du weißt, die Geschichte der Marie-Priane ist erst ab nach 60 nach Afrika gegangen. Das ist vom Vernunft und Verstand total verrückt. Aber Gott hat zu ihr gesprochen, hat ein riesen Werk und riesen Dienst bekommen. Und sie sagt mir, Pierrot, wenn mein Mann nicht gestorben wäre, wäre ich nie gegangen. Verstehst du? Und ich habe das in meinem Leben ein paar Mal erlebt bei Leuten, wo Gott jemand eine ganz starke Berufung hat. Und der Partner bremst dich. Richtig. Dass Gott den Partner weg kann nehmen. Und dann heul nicht danach. Er muss nicht sterben, er kann vielleicht weglaufen, kann sich verlieben, jemand anders, das ist schrecklich. Aber lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Die Sehnsucht nach Gott wird so stark sein, wenn du sie findest, dass die Sehnsucht nach deinem Partner dich gar nicht mehr interessiert. Ich weiß, dass es schmerzhaft kann sein. Aber ich kann auch sagen, lieber diesen Schmerz haben, als ein ewiger Schmerz zu sehen, wenn du da oben bist, wie Gott sagt, schau mal, das habe ich vorgesehen für dein Leben. Und du bist nicht reingegangen. Ich glaube, wir müssen alle wieder eine... Es ist gut, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir Predigt hören. Aber ich glaube, wir müssen alle wieder eine Sensibilität entwickeln mit dem Heiligen Geist. Ist es Gott, wie uns etwas wegnimmt? Oder ist es der Teufel, wie uns etwas wegnimmt? Ich spreche nur ein Thema an, wie heikel kann es sein. Gott gibt es manchmal Menschen, die er nicht heilt. Denn er weiß, wenn er sie heilen würde, würde sie weglaufen. Und dann ist es gut, dass er nicht heilt. Ich habe einen Freund, er ist Pastor, ein guter Pastor, ein guter Prediger. Und er wollte Fußballprofi werden. Und er hat schon einen Vertrag gehabt und war ein guter Fußballspieler, er könnte Karriere machen und auch viel Geld verdienen. Und er war Christ. Und er sagte mir, ich bin immer auf den Platz gegangen und habe immer gebetet, Herr, schütze mich von Verletzungen, schütze mich und ich glaube an dich und das Blut Jesus über mich. Und dann hat er sich einmal verletzt und da kamen schon die ersten Zweifel und hat die Heilung bekommen und hat er weitergespielt und dann hat er sich ein doppeltes Kreuzband am Knie bekommen und die Ärzte haben gesagt, das kannst du nicht mehr spielen, Profikarriere, vergiss es. Und er brach so zusammen innerlich. Das war so ein Traum. Und da ist er kein Profi geworden, er ist Pastor geworden. Aber ein guter Pastor. Und hat viele, viele Menschen zum Herrn gebracht. Und er bringt sie immer noch zum Herrn.
Ist es eine gute Verletzung gewesen? Obwohl er gebetet hat, dass er nicht verletzt wird, dass er geschützt ist, dass das Blut Jesus auf ihm ist. Aber Gott hat ihn so lieb gehabt. Ich erzähle euch eine letzte Geschichte. Ein Hirte hat ein paar hundert Schafe gehabt, hat einen Hund gehabt und hat seinen Job gern gemacht. Und dann ein Jahr hat er ein junges Schaf, das konnte er nicht bändigen, der ist den ganzen Tag weggerannt, den ganzen Tag. Und in dem Gebiet gab es Wölfe und es gab auch Schluchten. Und er wusste, das Schaf wird sterben, weil es einfach so rebellisch ist. Dann hat er etwas gemacht, hat das Schaf genommen und hat ihm zwei Pfoten gebrochen. Und hat sich verbannt. Und dann hat er 2 Monate lang das Schaf getragen. Und nach 2 Monaten wurde das Schaf geheilt und hat die Bande weggemacht. Und das Schaf wollte nicht mehr weglaufen. Ist beim Hirte geblieben. Verstehst du die Geschichte? Gott kann manchmal etwas in uns zerbrechen. Und es tut weh. Und dann kann die ganze Gemeinde kommen, kann für dich beten. Und es verändert sich nicht. Manchmal diese seelische Beter, die können manchmal schon auf den Keks gehen, wenn du etwas hast und du weißt, Gott hat es gegeben von einer Weile und da will jemand es wegbeten. Ich habe seltsame Situationen in meinem Leben erlebt, wo du durch musst und wo du weißt ganz genau, Gott hat diese Sache weggenommen. Es ist keine Strafe, sondern es ist seine Liebe, dass die Sehnsucht nach ihm wieder da ist. Ich wünsche mir, dass wenn er nach Hause kommt, dass etwas in euch wieder entdeckt wird, die Sehnsucht nach Gott. Nicht Sehnsucht nach Geistesgabe, nicht Sehnsucht nach Salbung, nicht Sehnsucht nach, sondern die Sehnsucht nach Gott wieder, dass sie da ist. Ich glaube, die Sehnsucht nach Gott hat die Kraft, Erweckung runterzuziehen. Was meint ihr? Nicht das Halleluja, nicht das Proklamieren, nicht das Lobpreis machen, nicht das Tanzen, nicht das, das gehört alles dazu, ist es okay. Aber die Sehnsucht nach Gott macht, dass Gott kommt. Nichts anderes. Und der Feind wird immer probieren, mit anderen Sehnsüchten zu kommen. Und die sind so gefährlich. Ich habe heute Morgen eine Sehnsucht zu beten, dass die Sehnsucht Gottes in dir wieder geweckt wird, dass sie brennt. Ist es okay, wenn es auch weh tut, dann? Wenn diese Sehnsucht weh tut, Herr, wie lange dauert es noch? Ich möchte so bei dir sein. Nicht, weil du depressiv bist, sondern weil das brennt nach Jesus. Aber bevor dass ich bete, möchte ich gerne dem Heiligen Geist einen Platz geben, dass er die Fähigkeit hat, dich und mich anzusprechen. Was ist im Wege, dass die Sehnsucht Gottes geprägt wird? Gibt es eine andere Sehnsucht von dir, die vielleicht gefährlich ist, wie deine Zeit, deine Gedanken rauben möchte? Hast du eine Sehnsucht danach? Dass jede falsche Sehnsucht, weißt du, das ist manchmal die falsche Sehnsucht, kann manchmal wie Blut ekelt sein. Du merkst es gar nicht und es saugt dein geistliches Blut auf. Bist du bereit, diese falsche Sehnsucht, die in dir drin ist, wegzunehmen, sie Gott zu geben? Herr, du darfst mir alles wegnehmen. Nur nicht die Sehnsucht nach dir. Vater, ich möchte beten, dass diese Sehnsucht nach dir, diese Sehnsucht nach Jesus, diese Sehnsucht nach Himmel, dass sie stärker werde, dass wir sie nie verlieren. Dass wir uns nicht fangen lassen, unsere Zeit, unsere Energie, unser Geld rauben lassen durch falsche Sehnsucht, die nicht von dir kommt. Heiliger Geist,
Wir wollen sensibler werden. Wo du uns Sachen zeigst, wo wir manchmal übersehen haben. Wo Gott sagt, lass los. Lass los. Heute Morgen spüre ich beim Herzen drin, dass einige da sind, wo der Herr dir sagen möchte, lass diese Sache, lass diese Sehnsucht los. Ich sage es dir, weil ich dich lieb habe, weil ich Gemeinschaft mit dir haben möchte, weil ich etwas aus deinem Leben noch vorhabe, weil ich dich vorbereite für die Ewigkeit. Bist du bereit, heute Morgen es mir zu geben, loszulassen, wenn der Heilige Geist es dir zeigt? Ich würde gern, dass wir zur Zeit an Betung haben. Und heute Morgen, wenn du der Heilige Geist dich andockt und sagt, lass das Sache los, dann sag es ihm. Wenn es für dich ein Opfer ist, komm nach vorne, knie dich hin und mach das Gelübde. Gib es Gott ab. Es ist viel besser, als dass er es dir wegnehmen muss. Mein Herz.
Ich liebe dich, Herr, mit dem Herzen voll Lob, mit dem Herzen voll Dank. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Oh, mein Mund ist voll Lob. Mein Herz ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Mit dem Herzen voll Lob. Mit dem Herzen. Ich preise dich, Herr. Mein Mund ist voll Lob. Mein Herz voller Dank. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Mein Mund ist voll Lob. Mein Herz voller Dank. Mein Mund ist voll Lob. Mein Herz voller Dank, voller Dank. Öffne mir die Augen, ich will mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören, öffne das Herz mir, ich will dir gehören, öffne mir die Ohren. Hilf mir zu hören, öffne das Herz mir.
dich ausstrecken zu.
Oh, Jesus.
Dein Wille soll geschehen.
Es wäre ich weiß.